So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Car-Mod. Heute mit dem McLaren P1. Einer der schönsten Autos meiner Meinung nach. Und einer der geilsten Autos auf der Welt, der schnellsten Autos auf der Welt. Momentan glaube ich sogar auch noch immer noch. Weil das ist einfach so, ich sag mal, gehört der zu den Hypercars oder gehört der zu den Supercars? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir uns mal die Lichter kurz mal an. Wir gucken uns den mal wieder ein bisschen grob an. Auf jeden Fall die Lichter mega geil ausmodelliert. Das Carbon sieht auch ganz cool aus, muss man sagen. Kommen wir zu den Felgen. Die Felgen sehen, es geht aus. Es geht auf jeden Fall besser. Die Textur ist nicht so geil gelungen da drauf. Die Bremssattel hinten ist nicht schlecht. Bremsblock. Ach, die Bremsscheibe meine ich. Der Bremssattel, das ist doch das dann. Sieht nicht schlecht aus. Die Bremsscheibe auch nicht unbedingt, aber geht auf jeden Fall besser. Das P1 Logo, also McLaren Logo eher gesagt. Das sieht hoch aufgelöst aus. Das ist wenigstens etwas Gutes. Nee, ist ja nicht so, als ob es gut ist oder so. Aber es geht auf jeden Fall besser. Das ist der Hintergrund hier, natürlich. Den hatten wir nämlich schon mal pixeliger gesehen beim Motorrad. Hier ist wieder schön Carbon. Das sieht cool aus. Ey, dieses Auto, ne, von hinten. Ey, Alter, einfach so richtiger Porno, ey. Ohne Scheiß. Dieses Gitter ist sehr hoch aufgelöst. Qualm aus dem Auspuff, perfekt. Sieht auf jeden Fall alles schnieke aus. Kommen wir mal zum Innenraum, mal gucken, ob wir da überhaupt reingucken können. Weil das ist ja wirklich ein bisschen tief gelegen, der Wagen. Und zwar sieht der echt gut aus. Der sieht echt gut aus. Da steht Airbag, da steht DRS. E-Pass, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was E-Pass bedeutet. Oder er klärt mich auf. Aero, Active. Ja, Engine Start, Stop. Oh shit, Alter, ey, geil. Der Innenraum gefällt mir. Wir müssen uns mal die Tür angucken nochmal. Gucken wir uns mal die Tür an. Sieht wunderschön aus. Auf jeden Fall sieht die Tür auch gut aus. Wirklich richtig gut aus. Den gucken wir uns nochmal vom Beifahrer die Seite an. Kann ja auch nicht nochmal schauen. Hier sieht es auch wieder gut aus. Da ist ein Zeichen. Bitte nicht so rum die Kinder abstellen auf dem Sitz sozusagen. Hinsetzen auf dem Sitz. Weil gefährlich wegen Airbag und so. Und gucken wir mal, was wir für eine Türen aufmachen können. Wir machen mal den weg. Wir machen Self-Radio an, genau. Und wir gucken mal, Menu Customs, jetzt habe ich es gelernt, weil ich den Mod nach dem anderen aufnehme. So, all, so. Ach du Scheiße, das in dem hinten geht auf. So, raus da Franklin. Mit dir, alter Scheiße, ey. Gucken wir nochmal nach. Und zwar, steht da irgendwie was drauf? Gucken wir mal von hier. Hier hört man sogar noch Musik von innen, ey. Das ist mega geil. Ja, ich kann es jedenfalls nicht lesen, falls da was drauf steht. Da steht nochmal schön groß P1 hinten im Motorraum drin. Da McLaren. Auch schön hoch aufgelöst, da steht P1. Alles Carbon. Kann man ja nichts anderes erwarten. So, gucken wir uns mal den Raum an. Ey, das ist gut ausmodelliert. Das ist wirklich gut ausmodelliert. Zwar ist das gelbe Ding nicht wirklich hoch aufgelöst. Aber der Rest, der ist wirklich cool. Der ist wirklich perfekt ausmodelliert. So, dann machen wir mal wieder. All. Das. Perfekt. Dann fahren wir mal eine Runde mit dem. Wir machen mal kurz zurück, dass ich dann direkt das Fahrzeug reparieren kann. Auf jeden Fall ist der für einen Standardwagen nicht allzu langsam. Und man muss sagen, hier ist eine andere Handling-Datei eingeführt worden. Da musste ich was ersetzen, noch eine Config her. Mit schönen Spoiler, Alter, der sieht so brutal aus, der Wagen, ohne Scheiße. Oh, jetzt sind die Lichter vorne schon mal kaputt. Komm, fahren wir mal hier unten lang. Warum nicht? Kann ja nicht schaden, P1 im Wasser, Alter. Ich würde mich dafür töten, ey, wenn ich das in echt machen würde, aber in GTA ist es ja möglich. Komm, fahren wir mal dagegen.
Okay, damit hätte ich jetzt zwar nicht gerechnet, aber ist okay. Ist da irgendwie stark was passiert? Bisher nicht, nee. Dafür, dass wir da rausgeflogen sind, ist es relativ wenig, muss man so sagen. Vielleicht gegen die Ecke da. Ja, Motorhaube kann schon mal abfliegen, das ist schon mal ein Pluspunkt. Aber an sich zerdellt sich, immer noch egal. Nichts daran. Keine Ahnung. Also das Schadensmodell sieht an sich noch nicht so krass aus. Aber der Wagen an sich ist cool. Also alleine deswegen kriegt der Wagen ein Plus bei mir. Also, die bleiben auf jeden Fall im Spiel drin, damit kannst du deinen Spaß haben. Hui. Wollen wir den mal direkt auftunen? Komm, dann können wir den mal direkt hier ausfahren. So, Fahrzeug reparieren. Menu Customs. Was kann man hier alles tunen? Tuning Frontstoßstange. Stange. Nicht Stange. Oh. Machen wir natürlich Carbon eben. Was erwartet ihr? Ein Diffusor. Oha. Nice. Hä? Erinnert sich da was dran? Ne, aber wir lassen den dritten. Natürlich. Seitenverkleidung. Oh, nice. Auspuff. Zwei Rohre, zwei Carbonrohre, ne, Titan. Und zwei Sonne. Ich lasse den dran, weil er einfach am schnellsten ist. Roof. Oh. Immer schöne Dachrutze. Motor ballern wir voll. Bremsen ballern wir voll. Getriebe rein da mit dir. Dann Federung. Kann man den noch weiter tiefer, noch viel tiefer setzen? Ne, nicht viel, aber auch wenigstens ein bisschen. Kann man hier Secondary Color Chrome? Ne, Classic Carbon Black. Ne, hier ändert sich an sich nicht so, wie ich sehe. Wollen wir den Chrom fahren? Alter, das sieht pornös geil aus irgendwie bei dem Wagen. Obwohl ich Chrom nicht so sehr mag, mag ich es hier schon. Denn hier nochmal. Machen wir. Limousine kann man hier alles grün. Okay, wir machen es wieder schwarz. Jo. Alter, das sieht mega geil aus, das Chrom bei dem hier, ne? Ohne Scheiß jetzt. Weil es so schön spiegelt bei dem Wagen. Es spiegelt bei zwar jedem anderen, aber dadurch wird die Optik nochmal richtig hervorgehoben bei dem hier. Mega geil. Oh Gott, oh Gott. Und dadurch werden Kratzer mehr sichtbar. Scheiße. Warte mal, kann man sich hiermit zum Flughafen teleportieren? Bin mir nicht so sicher. Teleport Options da. Landmarks nicht. Waypoint, warte mal, dann mache ich mal einen Waypoint am Flughafen hin. Dahin mache ich den Waypoint und wir teleportieren uns zum Waypoint. Forward, nee, zum Waypoint, danke. So. Perfekt. Dann zerlegen wir den Wagen hier nochmal ein bisschen und dann gehen wir zum Mount Chiliad schon über. Eieieiei. Kann ich die Sicht noch weiter weg machen? Ja, perfekt. Das Carbon. Ey, das sieht so geil aus. Und wieder abgesprungen ist der Wagen, lol. So sieht er natürlich auch sehr schön aus. Ich hätte nie damit gerechnet, dass der jetzt explodiert, Alter. Was ist denn mit dem los? Vehicle Options. Vehicle Spawner da. P1. So. F8, perfekt. Oh, das sieht schön aus, das sieht schön aus. Wie der sich richtig reinbiegt sozusagen, der Spoiler. Ja, halt deine Fresse. Danke. So, Schnee hier rüber. Der explodiert wieder, ne? Dann wäre es wirklich ein bisschen scheiße. Hallo, wir springen über dich rüber, genau. Haha, der ist einfach so flach, dass man da rüber springen kann ohne Probleme, ey. Mega geil. Warte mal, kann ich denn Autos anfahren? Nee. Okay. Oh, jetzt hupen hier zwei. Ey, haltet gefälligst eure Schnauze da hinten, Mann. Meine Fresse direkt. Auf, ey. Gut. Ach, das ist viel zu weit gewesen. Mann, jetzt werft doch nicht. Haltet eure Fresse, danke. Mann, ey. Ist ja schlimm mit euch. Ja, du hast die beste Time. Toll. Hui.
Ich dachte, der explodiert schon wieder. Komm, dreh dich! Dreh dich doch, Mann! Och, denn halt andere Richtung. Also bisher kommen nur Kratzer ran. Bisher kommen leider nur Kratzer ran. Hui, wow, das war eine Anfahrt, ey. Krass, Mann. Tja, gleich nochmal. Dann holen wir aber mehr, ein bisschen mehr Ansprung. Okay, das war nichts. Schade. Das Licht geht kaputt. Toll. Aber ich habe da auch einen Fehler entdeckt. Aua. Bin dumm. Und zwar fehlt da die Textur. Da fehlt eiskalt die Textur. Man kann da durchgucken. Seht ihr? Man kann da einfach durchgucken. Und das sollte man nicht können eigentlich. Eigentlich. Aber ist nun mal so. Kann man nicht ändern. Also kann ich jedenfalls nicht ändern. Kann der Modder schon ändern. Aber mal gucken, wann das machen wird. Wendet. Das simuliert sich null, das Auto. Da kommt bloß Kratzer ran. Ah, das ist immer so schlimm. Man hat so ein mega geiles Auto, weißt du? Total brutal von der Optik her. Total gerne, dass man da reinbauen kann. Wird es irgendwie mal wirklich mega geiles Schadensmodell haben? Das ist nischt. Einfach nischt. Und wir springen natürlich ganz rüber. So verhält sich das. Explodieren? Nee. Ja, weißt du, wenn wir auf Dach landen, explodieren wir. Wenn wir voll auf der Front landen, explodieren wir nicht. Oder wie? Fahren wir da nochmal gegen? Nee, okay. Hier zerdellt sich nicht viel. Müssen wir wieder den anderen Spawner benutzen, um zum Landmarks zu kommen. Also zum Mount Chiliad. Nein, das war zu weit. Dahin will ich. Genau. Oh Gott, nein! Nein. Wir kriegen's gerettet. Perfekt. F4 drücken. Perfekt. Nein! Perfekt. Jo! Hui! Wow, wow! Ja, toll, der hatte schön Speed drauf, du Kackbaum, Mann! Hui! Speed holen! Schnell! Aua, aua! Aua, aua! Perfekt, jo! Alles klar! Oh. Jo, wahrscheinlich, ja, perfekt. Aber das Schadensmodell ist null gut. Also das brauchen wir auch nicht beim Zug testen, da passiert eh nichts. Außer, dass er vielleicht explodiert oder so. Na gut, dann habt ihr ja den Wagen mit dem Groben gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch den ordentlich demonstrieren. Falls euch so eine Kamots gefallen, falls euch mein Kanal gefällt, falls euch so eine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.